Hier geht es um die Boltzmann-Verteilung, einem der wesentlichen, wichtigsten Konzepte der Wärmelehre vielleicht, aber sogar der gesamten Physik. Wir hatten uns in den zurückliegenden Teilen der Vorlesungsreihe angeschaut, wie man Gase beschreiben kann. Auch gesehen, dass die Geschwindigkeit mit der Temperatur zusammenhängt, aber eine Verteilungsfunktion hat in einem Gas, abhängig von der Temperatur. Und das war die Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Jetzt wollen wir das ein bisschen genauer angucken und beschreiben, verstehen, warum es ganz als Alltagsfrage kein Gas geben wird aus solchen Steinen. Warum fliegen die Steine nicht so herum wie ein Gas? Warum nicht die Bohnen oder die Johannisbeeren? Was ist der Grund dafür? Oder könnte man sich vorstellen, dass es ein Gas gibt aus Sandkugeln? Also, wie kann man damit beginnen, das zu beschreiben? Was den Sand, die Johannisbeeren, am Boden hält, ist nicht nur die Bindungsenergie. Die Johannisbeere kann ich zwar abnehmen, das wäre sozusagen der Prozess des Rauslösens aus der Verbindung, vielleicht ein Verdampfungsprozess. Nicht nur die innere Bindung spielt eine Rolle, sondern die Gravitation, die die Teilchen am Boden hält. Und das ist dann aber doch die Frage, gäbe es dann ein Sandgas im Weltraum, wenn die Gravitation klein ist? Wie verhalten sich dann die einzelnen Teilchen und welchen Einfluss hat dann die Temperatur auf diese Gaseigenschaften, auf die Bewegung? Wie auch ist dann die Bewegung, wenn die Temperatur null ist? Auch das wäre eine vernünftige Frage. Und auf all diese Fragen gibt die Boltzmann-Verteilung eine Antwort. Wir können uns das hier im Experiment angucken. Das ist nicht genau der Fall für die Gravitation, aber so ähnlich. Hier unten ist eine Rüttelplatte. Das ist tatsächlich ein Film mit, da sind so kleine Kugeln in diesem Glasbehälter und die werden unten gestoßen durch eine Platte. Und die fliegen dadurch nach oben gegen die Gravitation an und fallen wieder runter, weil sie nach unten gezogen werden. Und man sieht mit dem Auge schon, dass die Verteilung so ist, dass nur ein Teil der Kugeln wirklich nach oben kommt. Das ist der Grundgedanke von der Gravitation zur Beschreibung dieser Verteilungsfunktion. Die Energie wird reingesteckt in die einzelnen Teilchen, die fliegen, werden aber zurückgeholt und gebremst durch die Gravitation. In dem Fall ist die Energie zugeführt durch eine Platte, die sozusagen schüttelt und stößt mit den Teilchen. Bei der Temperatur ist das ein bisschen anders. Die kann Stöße untereinander zwischen den Teilchen übertragen und damit auch in der Höhe funktionieren und Energie damit von einem Teilchen auf das andere weiterleiten sozusagen. Also zum Verständnis von einem realen Gas auf der Erde im Gravitationsfeld müssen wir betrachten einmal die thermische Energie, beschrieben durch das Produkt von der Boltzmann-Konstante, K. Boltzmann, und der Temperatur, aber auch, dass die Dichte nach oben abnimmt. Und das haben wir in der Mechanik schon als barometrische Höhenformel beschrieben. Also gucken wir uns das etwas genauer an. Hier also die Herleitung der Boltzmann-Verteilung für ein Gas, hergeleitet aus dieser barometrischen Höhenformel. Wir hatten für Gase, ja wissen wir, dass P mal V, das Produkt von Druck und Volumen, ist gleich. Und das ist der Ansatz, der auch für die barometrische Höhenformel verwendet wird. Der Index 0 steht für die Höhe 0 am Boden. Schauen Sie da nochmal hin, wenn Ihnen das nicht mehr ganz bewusst ist, wie diese Herleitung funktionierte für die barometrische Höhenformel. Hier ist das Kapitel angegeben in der Mechanik. Raus kam als Ergebnis,
dass der Druck exponentiell abnimmt von dem Anfangsdruck mit dem Exponenten hier oben, die Dichte des Gases am Boden, g, die Erdbeschleunigung, die Höhe und geteilt durch das P0, den Druck am Boden. Das heißt, so eine exponentielle Funktion. Der Ansatz war dabei, dass das Gas kompressibel ist. Das heißt, das Volumen ändert, wenn von oben mehr Gas sozusagen drauf liegt und es zusammendrückt. Die Masse von so einem Volumen V0 ist dann das Produkt von dem Volumen und der Dichte ρ0. Okay, das war die barometrische Höhenformel und die gucken wir uns jetzt aus einer anderen Perspektive um. Dazu brauchen wir das nur umzudeuten, etwas umzuschreiben. Wenn der Druck abnimmt mit der Höhe, dann wird auch die Dichte der Teilchen abnehmen, in der gleichen Weise mit dem gleichen Exponenten hier in der E-Funktion, sozusagen wie viele Teile es pro Volumen gibt. Das funktioniert nur, wenn die Temperatur überall gleich ist, gleich verteilt und hier oben diese Relation gilt. Also die Dichte nimmt wie der Druck ab mit der Höhe. Wenn die Dichte abnimmt, können wir das auch umformulieren, nicht als Dichte Teilchen pro Volumen, sondern die Anzahl der Teile oder als Funktion der Höhe oder sogar sowas wie die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in der Höhe zu finden. So ähnlich wie das eben in dem Experiment gezeigt war mit der Rüttelplatte. Das heißt, die Anzahl der Teile als Funktion der Höhe wird von der Anzahl der Teile am Boden abhängen und exponentiell abnehmen mit dem gleichen Exponenten. Für ideale Gase wissen wir, dass P mal V gleich N, die Anzahl, mal Ka-Boltzmann T ist. Und das ist gleich, wie eben schon gesagt, P0 mal V0. Das können wir also verwenden, um einmal das P0 umzuschreiben, was immer hier in diesen Formeln, in dem Exponenten drin steht. P0 ist die Anzahl der Teile mal Ka-Boltzmann T durch das V0. Damit wird diese Anzahl, die Funktion, Anzahl als Funktion der Höhe so schreibbar. Das heißt, wir haben Rho mal G mal H durch Groß N Ka-Boltzmann T mal V0. Das ist aber gerade mit der Funktion hier drüben, Masse ist Rho0 mal V0 als Masse pro Anzahl der Teilchen, mal G mal H durch Ka-Boltzmann T. M ist die Gesamtmasse aller Teilchen, die sich in diesem Volumen befinden. Das heißt, Masse der Teilchen durch die Anzahl der Teilchen. Das ist aber gerade die Masse eines Teilchens. Das heißt, dieses M durch Groß M durch Groß N können wir als Masse eines Teilchens schreiben. Und damit wird die Funktion, hier habe ich es einfach nochmal hingeschrieben, jetzt etwas anders, nicht nur schreibbar, sondern vor allen Dingen interpretierbar sein. Hier oben haben wir jetzt also stehen, die in dem Exponenten die Masse eines Teilchens mal g mal h, das ist aber gerade die potenzielle Energie eines Teilchens durch das Ka-Boltzmann T. Und damit ist plötzlich das umgedeutet und in diesem Exponenten steht also das Verhältnis der potenziellen Energie jedes Teilchens durch die thermische Energie Ka-Boltzmann mal T. Und das ist schon die Boltzmann-Verteilung der Anzahl der Teile, Teilchen oder Atome, Moleküle als Funktion der Höhe in einem Gravitationsfeld. Mit diesem Experiment der Rüttelplatte sah man recht gut, was da passiert. Unten wird Energie zugeführt, die Teilchen fliegen hoch und wie ein Ball, der hochfliegt und fallen wieder zurück. Das heißt, jetzt müssen wir nur gedanklich ersetzen, die Rüttelplatte, die die Stöße versetzt, durch die thermische Energie, abhängig von der Temperatur. Kleine Geschwindigkeit V bedeutet
eine kleine Höhe kann erreicht werden. Das heißt, die einzelnen Teilchen, die nach oben fliegen, werden nur eine bestimmte Höhe erreichen, wenn sie eine genügende Energie haben. Natürlich alles nur, solange die nicht untereinander stoßen. Da wird noch irgendein Ausgleich stattfinden. Diese Boltzmann-Verteilung, die hat tatsächlich allgemeine Gültigkeit in der statistischen Mechanik. Kann man das herleiten, wie das ist? Wir werden uns das gleich noch in einem Modell angucken. Das können wir hier nicht direkt formal hinschreiben. Die Literatur ist voll davon, das ist aber relativ kompliziert. Wir können uns aber das in einem einfachen Energieleitermodell angucken. Die Aussage ist jetzt also folgende: Wenn wir das umschreiben, dass wir nicht nur die Teilchenhäufigkeit als Funktion der Höhe betrachten, sondern das Verhältnis an zwei verschiedenen Höhen, also an zwei verschiedenen Positionen mit unterschiedlicher potenzieller Energie, dann können wir sagen, wenn die potenzielle Energie an zwei Orten, also an zwei Höhen, unterschiedlich ist, E-Pod 1 und E-Pod 2, dann ist die Teilchenzahl, die man dann dort finden kann, im Verhältnis gesetzt wie dieser Exponent, aber da taucht die Energiedifferenz auf. Die Differenz der potenziellen Energie. Das liegt hier natürlich daran, wenn wir das Verhältnis setzen, dass wir den Exponenten dann im Exponenten die Differenz schreiben können. Und plötzlich steht hier eine ganz andere Aussage, nicht nur wie die Teilchenanzahl mit der Höhe abnimmt, sondern vor allen Dingen an verschiedenen Positionen mit unterschiedlicher potenzieller Energie. Das kann man noch etwas allgemeiner schreiben. Ich hatte das eigentlich schon so in der Richtung immer aus, formuliert, aber hier wirklich formal. Wenn in irgendeinem System, abstrakt gesagt, das könnte ein Gas sein, aber auch irgendwas anderes, ein Atom, wenn in so einem System viele Teilchen vorliegen und unterschiedliche Zustände erreicht werden können mit unterschiedlichen Energien, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das System in einem Zustand zu finden, gerade abhängig von diesem Exponenten oder von dieser Größe, E hoch minus Energie durch Kapoltsmann-Theorem. Tatsächlich kann man zeigen, dass das für jede potenzielle Energie gilt, nicht nur für die Gravitation, sondern auch zum Beispiel für ein elektrostatisches Feld, also elektrostatische Energie in einem Atom. Das können wir uns gleich noch abschätzen in einem Beispiel. Die Teilchendichte heißt, dass wir viele Teilchen betrachten. Die Wahrscheinlichkeit ist eher bezogen auf ein Teilchen. Also das ist nur eine Perspektivverschiebung von einem Teilchen zu vielen. Gucken wir uns an, was das für eine Rolle spielt. Also schätzen wir das einfach mal an diesem Exponenten ab, wie groß dieser Faktor ist oder die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir zum Beispiel ein O2-Atom nehmen, dann wissen wir die Masse, 32 atomare Einheiten, also sind irgendwie 5 mal 10 hoch minus 26 Kilogramm die Masse pro O2. Wenn wir dann einfach anschauen, für verschiedene Temperaturen, hier für 10 Kelvin, wie groß dann diese thermische Energie ist, das hier dann einsetzen in den Exponenten, dann können wir dieses Verhältnis ausrechnen. Das ist tatsächlich für 100 Meter 0,69. Also 100 Meter hoch heißt, die Wahrscheinlichkeit für das O2 in dieser Höhe zu finden, ist gerade ungefähr 70% von der Wahrscheinlichkeit, das Teilchen am Erdboden zu finden. Drastisch wird der Unterschied, wenn wir uns überlegen, das Einsetzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, das Teilchen auf dem Mount Everest zu finden. Um das so über den Daumen abzuschätzen, hier also nicht die Höhe vom Mount Everest genau, sondern 10.000 Meter eingesetzt, 10 Kilometer ist 3 mal 10 hoch minus 17. Das heißt, da hätte man wirklich Probleme auf dem Berg zu atmen.
Nicht nur, dass es da besonders kalt wäre, sondern eben auch die Dichte wäre klein, die Wahrscheinlichkeiten, O2-Molekül dort anzutreffen. Das ändert sich, wenn die thermische Energie anders wird, höher wird bei höheren Temperaturen, also 100, 300 und 1000 Kelvin. Dann ist die thermische Energie hier hingeschrieben und das Verhältnis von diesem N2 durch N1. Das heißt, 100 Meter Höhe bei 300 Kelvin, das ist ungefähr Zimmertemperatur, ist der Unterschied der Dichte noch gar nicht so groß. Das ist genau der Ausdruck der barometrischen Höhenformel. Zum Beispiel vielleicht München, ich weiß nicht genau, für Höhe 300, 400 Meter ist also die Dichte nur so 1-2% kleiner der Luft im Vergleich zu einer Position in Hamburg, dicht am Meeresspiegel. Auf dem Mount Everest oder bei in 10 Kilometer Höhe ist die Dichte gefallen auf ein Drittel. Was sehen wir noch? Dass die Verschiebung bei höheren Temperaturen so ist, dass die Teilchen mehr Energie haben, deswegen in größerer Höhe auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dorthin zu kommen. Hier die Kurven einfach dargestellt. Eigentlich kennen wir das schon, das ist die barometrische Höhenformel, die exponentielle Abnahme der Dichte. Nur wir können das jetzt anders formulieren, die Wahrscheinlichkeiten, Teilchen oben zu finden oder die relative Besetzung, könnte man auch sagen, von einem Energieniveau in der Höhe für verschiedene Temperaturen hier dargestellt. Nochmal, entscheidend ist das Verhältnis von dieser thermischen Energie, K-Boltzmann T, zu der Änderung der potenziellen Energie. Und das steht im Exponenten. Und dieser Faktor, der spielt wirklich eine Rolle, das E hoch minus Delta E Pot durch K-Boltzmann T. Zurück zu der Frage, gibt es ein Gas aus Sand, aus Bohnen oder Johannisbeeren? Setzen wir einfach mal Werte ein. Für ein Sandkorn nehmen wir mal an, 1 Millimeter Durchmesser, soll ein Kubus sein, Würfel, Dichte ungefähr 3 Tonnen pro Kubikmeter. Hier habe ich es abgeschätzt, nicht für einen Kubus, sondern für eine Kugel. Also kommt raus, ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 6 Kilogramm ist die Masse. In einer Höhe von 1 Meter ist dann die potenzielle Energie ungefähr 10 hoch minus 5 Joule. Und wenn wir das einsetzen, selbst für 1000 Kelvin, kommt raus, dass dieser Exponent minus 1 rund mal 10 hoch 15 ist. Wenn hier ein Exponent steht mit 10 hoch 15, dann ist dieser Wert von e hoch minus, dieser großen Zahl, in extrem, extrem guter Näherung 0. Das heißt, es wird statistisch keine Wahrscheinlichkeit geben, selbst bei 1000 Kelvin das Sandkorn in der Höhe von 1 Meter anzutreffen. Die Gravitation ist groß pro Teilchen und zieht damit das Teilchen auf den Erdboden zurück. Der Unterschied ist also zu dem realen Gas aus O2, dass die thermische Energie pro Teilchen gezählt wird, die potenzielle Energie auch, aber eben mit der Größe zunimmt. Es ist eine statistische Aussage und damit wird auch die Temperaturabsenkung auf 10 Kelvin das Ganze nur noch unwahrscheinlicher machen. Es gibt aus diesem Grund kein Gas aus Sand. Schauen wir uns das etwas nochmal anders an, was mit diesem Gas jetzt passiert. Hier ist das Gas zu sehen ohne Gravitation, wie man sich das vorstellen kann. Wenn wir nach oben gehen, ist die Verteilung gleichmäßig. Das heißt, die Dichte oben genauso wie unten. Wenn die Gravitation sehr groß ist im Verhältnis zur thermischen Energie, K-Boltzmann T, dann werden die Teilchen alle nach unten gezogen und die werden sozusagen unten liegen, genauso wie die Bohnen oder die Johannisbeeren. Und da es nicht mal eine Anziehungskraft zwischen den Teilchen
notwendig, die sind einfach unten kondensiert. Für Temperaturen größer 0 wird es einen Mischzustand geben. Die Teilchen werden sich bewegen, weil sie thermische Energie haben, aber nach unten gezogen. Und es kommt auf dieses Verhältnis an in der Boltzmann-Verteilung, wie die Verteilung aussieht. Zur Beschreibung, zur Perspektive könnte man auch einen anderen Standpunkt annehmen und das als Diffusionsprozess beschreiben. Also die einzelnen Gasteile bewegen sich wild und statistisch durcheinander, stoßen miteinander. Und wenn man Einzelnes beschreibt, wie es in dem Gas läuft, dann wäre das eher auch beschreibbar als eine Diffusion in diesem Medium. Die thermische Energie bringt also Unordnung hinein in das System. Es ist statistisch und das ist sozusagen verbunden mit diesem Diffusionsprozess. Die Gravitation dagegen will Ordnung hineinbringen. Schauen wir uns das in einem Modell nochmal an. Hier in dieser Simulation können wir uns angucken, welche Wirkung die Gravitation auf Gas hat, was in ein Volumen eingesperrt ist. Hier 100 Teilchen werden eingesetzt in das Volumen. Keine Gravitation im Moment, aber wir können die Gravitation regeln. Die Stärke der Gravitation zieht die Teilchen nach unten. Beschrieben wird das einmal durch die barometrische Höhenformel. Die gibt an, wie der Druck sich ändert mit der Höhe, nämlich exponentiell abhängig von der Höhe. Aber wir haben auch eine Größe, die das etwas allgemeiner beschreibt, und das ist die Boltzmann-Verteilung, die allgemein angibt, dass die Verteilung nicht nur abhängt von der Höhe oder der Gravitation, sondern auch von der Temperatur, die hier oben in dem Modell auch eingebaut ist. Wenn wir das ganze System abkühlen, kommt kaum noch ein Gasteilchen ganz nach oben. Das heißt, die Verteilung ist stärker auf den unteren Bereich ausgerichtet. Anders, wenn Wärmeenergie zugeführt wird, das heißt, die Temperatur erhöht wird, dann ist die Verteilung auch in dem oberen Bereich deutlich sichtbar. Regeln wir das Ganze nochmal zurück auf um die 400 Kelvin und schauen uns mit dem Druckmesser an, welche Verhältnisse vorliegen. Das heißt, hier ist deutlich erkennbar, dass abhängig von der Höhe der Druck unterschiedlich ist. Wenn wir das Ganze wiederholen für leichtere Teilchen, dann ist erkennbar, dass die Verteilung auch bei einer höheren Temperatur oder bei einer niedrigeren Temperatur eher gleich verteilt in dem gesamten Volumen ist, obwohl die Gravitation herrscht. Das heißt, die Verteilungsfunktion hängt von der potenziellen Energie ab, aber auch von der Temperatur. Und die potenzielle Energie hängt von der Teilchengröße oder von der Masse der Teilchen ab. Es ist ein bisschen schwierig, diese Boltzmann-Verteilung wirklich zu verstehen, woher die kommt, weil es eine statistische Aussage macht über die Wahrscheinlichkeiten, Teilchen in einer bestimmten Höhe zu finden. Und deswegen gucken wir uns nochmal ein Modell an, wie man das relativ einfach berechnen könnte, wie diese Verteilung ungefähr aussieht. Nehmen wir an, wir haben äquidistante Energieniveaus, also nicht kontinuierlich, sondern nur bestimmte Stufen, wie eine Leiter. Und die Teilchen sitzen alle in einem Zustand in einer bestimmten Höhe am Anfang. Und dann wird gewürfelt, das kann man auf dem Computer gut realisieren, dass ein Teilchen nach oben geht auf dieser Leiter und das andere Teilchen, ein anderes, wieder nach unten. Und es wird immer gewürfelt, welches Teilchen das ist, welches nach oben und welches nach unten geht.
Dabei soll aber festgehalten werden, immer wenn eins hochgeht, wird ein anderes runtergehen. Immer wenn eins runtergeht, wird ein anderes hochgehen. Und statistisch heißt immer würfeln, welches ist. Also, wenn man alle Teilchen in einer bestimmten Höhe startet und dann diesen Prozess durchführt, wie wird die Verteilung aussehen? Formal könnten wir dann sagen, die Gesamtenergie ist konstant, die ändert sich nicht, weil immer 1 hoch 1 runter geht. Aber die Verteilung wird anders aussehen. Das heißt, wir haben anfangs diesen Prozess hier oder diesen Zustand. Alle sind meinetwegen an der 100 Teilchen in irgendeiner Höhe. Danach wird gewürfelt, 1 hoch 1 runter. Danach statistisch geht 1 hoch 1 runter, aber wir würfeln welches? Und nach sehr vielen Würfeln, wie sieht die Funktion aus? Im Computer mit MATLAB, mit Octave kann man das einfach durchführen und das ist hier gezeigt. Ich werde das als kleines Projekt Ihnen vorschlagen und man sieht, wenn man die ganzen Teilchen in einer bestimmten Höhe relativ hoch starten lässt, dann sieht das aus wie eine Gauss-Funktion, die nach links und rechts gleichmäßig ist. In dem Fall ist also die Energie des Startwertes weit, weit weg über dem Erdboden, über dem untersten Niveau. Und da kommt tatsächlich eine Gauss-Funktion raus. Jetzt das Gleiche, nur die Energie ist dichter am Erdboden. Das Hoch und Runter funktioniert zwar genauso, aber wenn die Teilchen unten sind, können sie nicht weiter absinken, dann wird nur ein anderes Teilchen genommen werden müssen. Das Würfeln wird so nicht funktionieren. Und wenn man das durchführt, für verschiedene Startwerte der Energie, dann sieht man in allen Fällen, dass da statistisch gesehen eine E-Funktion rauskommt, wie das hier gezeigt ist. Das können Sie mit relativ wenigen Schleifen in einer Programmiersprache selber programmieren. Das füge ich im Anhang nochmal an oder als kleines Projekt hier logarithmisch aufgetragen, sieht man, dass tatsächlich eine E-Funktion der Häufigkeit vorkommt, auftritt, mit der die Teilchen also in einem bestimmten Energieniveau auftreten. Gauss-Funktion, wenn es keinen untersten Wert gibt. E-Funktion, wenn es eine Begrenzung gibt der untersten Energie. Und das ist gerade die Boltzmann-Verteilung. Das heißt, mit so einem Modell kann man auf einfache Weise selber mit dem Computer ausprobieren, wie so eine Verteilung aussieht. Und damit eigentlich das Geheimnis so ein bisschen von dieser Boltzmann-Verteilung lüften. Schauen wir uns noch an, ob das irgendeine Relevanz hat. Wir hatten ja eigentlich bisher nur gesagt, okay, da wir beschreiben die barometrische Höhenformel, interpretieren du die nur anders um. Es trägt aber zum Verständnis bei, zur Besetzung der Atomniveaus. In einem Wasserstoffatom gibt es im Prinzip auch eine Leiter der Energieniveaus. Die ist nur nicht mehr äquidistant, sondern hängt ab mit 1 durch n Quadrat, wobei dieses n eine ganze Zahl ist. Die Bindungsenergie sind 13,6 E-Volt, das entspricht gerade 2,1 mal 10 hoch minus 18 Joule. Da steckt also wieder eine Energie drin. Das wäre die potenzielle Energie, die das Elektron überwinden müsste, wenn es ionisiert werden sollte. Die Frage ist jetzt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Ionisation auch von alleine stattfindet, sozusagen thermisch, durch eine thermische Anregung? Und dazu brauchen wir uns nur wieder das Verhältnis aus der Boltzmann-Verteilung anzugucken, nämlich das Verhältnis von der potenziellen Energie, dieser Wert hier, 2 mal 10 hoch 18, minus 18 Joule, ins Verhältnis gesetzt zur thermischen Energie bei 300 Kelvin. Und da kommt dann raus, ungefähr 6 mal 10 hoch minus 221. Und das ist 0. Nur jedes 10 hoch 221. Atom, Wasserstoffatom,
würde bei dieser Temperatur ionisiert sein. Und das ist null, statistisch gesehen. Also heißt das, alle Wasserstoffniveaus sind thermisch unten. Es gibt keinen Zustand oben. Und das ist die Erklärung, warum dann eben Wasserstoff in einer Form immer vorliegt und auftritt, wenn es nicht speziell angeregt wird. In Molekülen sieht das anders aus. Da können diese Temperaturdifferenzen sehr, sehr viel kleiner sein. Und da kann es tatsächlich vorkommen, dass es auch eine thermische Anregung gibt. Also hier haben wir ausgerechnet, dass es keine Wahrscheinlichkeit gibt, Wasserstoff außerhalb des Grundzustandes anzutreffen. Ein anderes Beispiel, wo das eine Rolle spielt, ist das Rauschen in elektronischen Bauteilen. Auch da spielt die thermische Bewegung, die thermische Anregung von Leitungselektronen eine Rolle. Und das wird so ähnlich beschrieben wie hier durch diese Boltzmann-Verteilung. Die Boltzmann-Verteilung als allgemeines Prinzip schafft die Verbindung von der Bewegung hin zu der thermischen Unordnung von den vielen Teilen. Das ist ein statistisches Prinzip und der Schlüssel, um zu verstehen, wie die Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeit im Gas aussieht. Nämlich da ist hinten in dieser Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Exponent E hoch minus kinetische Energie durch K Boltzmann. Das ist das gleiche wie hier in der Boltzmann-Verteilung, nur kinetische Energie ersetzt durch die potenzielle Energie. Hier vorne steht in der Verteilungsfunktion noch ein V² und allerlei Konstanten, auch abhängig von der Temperatur. Das ist hier nicht zu verstehen. Das müssen wir vielleicht in einem späteren Kapitel nochmal klären, warum das anders aussieht, da nicht nur eine Zahl steht. Das Wichtigste ist aber zu begreifen, dass hier hinten im Exponent immer das Verhältnis steht zwischen einer Energiedifferenz und der thermischen Energie. So viel zu der Boltzmann-Verteilung. Bis bald in einem weiteren Kapitel der Vorlesung Einführung in die Wärmelehre.